Okay. Alle Granaten aufgefüllt, das ist auch gut. So, wo geht's denn hier eigentlich hin? Stimmt, da waren wir doch auch drin. Was waren da unten nochmal? Ach, da die Kisten, ich weiß, die haben wir, glaube ich, alle schon gefunden. Da gibt's nichts anderes mehr. Auch nix. Gut. Ich glaube, das war's hier jetzt wirklich. Ach, ich wollte ja hoch. Na, egal. Hey, ich kann doch jetzt hier ins Labyrinth. Super. Ich hätte gedacht, da kann ich rein, auch wenn das Labyrinth dunkel ist, sehe ich jetzt was. Hä, wo kommt das hin? Wo kommt das hierher? Ich bin schon wieder verwirrt. Hallo, ich möchte hoch. Danke. Also ich habe im Gebäude jetzt niemand gefunden, der mir irgendwie einen Schlüssel besorgen kann. Geschweige denn, ob ich einen finde, weiß ich auch nicht. Das ist alles zu offensichtlich gerade. Ja, wann komme ich denn hier rüber? Das spielt doch bestimmt auch noch eine Rolle. So, Schlüssel irgendwo. Keine Ahnung. Nein, hätte ja sein können. Muss ich aus dem Gebäude rausgehen? Moment, was sagt der? Still there. Yep. Toll. Hilft mir auch nicht. Dann gehe ich mal aus dem Gebäude raus. Da, wo ich hergekommen bin. Wer weiß, ob da jemand was hat. So, zum ersten Floor müssen wir. Okay, das war's nicht. Ja, das ist hier das typische Buch, der Weg war umsonst. Man kennt's, das Buch. Sieht man da irgendwas? Fotografien. Auch nicht. Wo könnten jetzt noch Heli-Schlüssel rausfallen? Hier irgendwo wahrscheinlich. Zwischen den ganzen Regalen. Aber er sollte das hier ablegen, das macht ja gar keinen Sinn. Ah. Ja, Sonnenbrille, das ist halt geil. Ich renne hier jetzt mit Sonnenbrille rum. Da ist alles dunkel. Das ist so doof.
Vielleicht nochmal in der Antenne reinschauen, mal gucken. Wer könnte hier noch was wissen? Achso, ich kann da gar nichts mehr machen dran. Schade, schade, schade. Jesse hier. Ach halt, ich wollte den zweiten. So. Robert, do you copy? Yo. Yo, Robert, mach mal was. Ich will hier weiter. Ach, warte mal, der Hausmeister könnte vielleicht was wissen. Stimmt, da war doch Hausmeister Mike. Hausmeister Mike weiß bestimmt, wo die Schlüssel sind. Hey Mike, how did they bring you here? In a helicopter, like everyone else. Everyone but me. Mike, I'm looking for the key to that helicopter. Well, General X probably has it in his office. Is it far? You're right in front of it. That door? But yes. Fuck, finally some luck. But? But? What? Only General X can open it. Shit, can't you use your magic? Nope. There has to be a way to get in there. A back door or something. Come on, Mike, think. Wait. His office might have another entrance. A while ago, I was studying the map of this building, and I saw something weird. Weird? What was weird? The office has a private elevator that leads to the basement. Always wondered why he wanted an unlocked private elevator. So you could take the main elevator to the basement and go through there to General X's private elevator? Yep. Thanks, Mike. I'm going to the basement. Mike, wait! The basement is a fucking maze! Take this map with you. You'll need it to get through safely. Oha. Okay, wir müssen also doch durchs Labyrinth. Was? Osten? Ah! Das sind also Himmelsrichtungen, die ich gehen muss. O-O-W-W-N-N-N-N. Okay, alles klar. I answered the call before leaving. Hey, Fox, weren't you searching for a helicopter key? Fuck yeah. You have it yet? Not yet, but I believe General X has one in his office. Why? Because I heard some talk on the radio. They're keeping a copy of that key in a special room. It's somewhere close to General X's office, through a private lift. Don't know what room it is or where, but I know the door is marked with an X. A door marked with an X? Yeah, man. Fucking weird. Thanks, Robert. If I don't find the key in his office, I'll look for that room. Ja, wir looken for this room. And other things. So, dann gehen wir erstmal runter ins Basement. Runter in den Keller. Oh mein Gott, jetzt bin ich ja komplett Umweg gelaufen. Oder? Ach, ich komm ja nicht zurecht. Ach, hier sind wir richtig. Wir waren doch richtig. Na dann, gucken wir mal. Wish to enter the labyrinth. Then say friend in Elvish, and the door will open. Friend? In Elvish? Shit. Turns out the mental patient was a fucking Lord of the Rings geek. What person in their right mind knows how to say friend in Elvish? Well, I don't know the word. Can you give me a hint? I'm afraid I can't grant any assistance to this enigma. What if I grant you a punch in the face? Fruit. Big, sweet. You eat it in the summer? Watermelon? It lacks water. Melon? Aha. Oh, das ist ja jetzt geil. Würde mich jetzt interessieren, was er gesagt hätte, wenn ich das Nachtsichtgerät nicht gefunden hätte. The first intersection.
It had three exits, north, east, and west. I checked the map. Osten. The first letter was E, so I took the path to the east. Jetzt Moment, ich will mal gucken, was passiert. Ich gehe mal extra in die verkehrte Richtung. Du kannst auf die Geister im Labyrinth schießen. Es gibt hier Geister und ich kann drauf schießen. Super. Okay. I reached the first intersection. It had three exits: north, east, and west. Jetzt gehen wir mal nach Norden. The map. The first letter was E, so I took the path to the east. Dann gehe ich mal hoch. Super. Und jetzt? Ich hätte gedacht, das sagt was. Cherries. Orange. Melon. Ah, wie doof. It's dangerous to go alone. Take this. Kommt mir jetzt vor wie bei Zelda oder was? I found an old rusted sword. 1,000 years ago, it could have been of use. But this was current year, so I tossed it. Das ist doof. Das ist einfach so doof. Okay. Weiter hoch geht's nicht. Okay, alles klar. So, dann gehen wir mal nach Osten, da wo wir hin sollen. So. Irgendwie kommt mir das ein bisschen vor, aber nur ein bisschen, wie bei Unepic. Also von den Gängen. Natürlich ist es ganz anders. Aha, hier Skelettman. Hallo. Sie sehen aber nicht mehr ganz frisch aus, mein Kollege. I reached the second intersection. It also had three exits: north, east, and west. I checked the map a second time. Okay, nach Osten. The second letter was also an E, so I took the east path. I would make an effort to check the map at every intersection as I proceeded. Die Karte zeigt den Ausgang der Kreuzung, nicht den Ausgang des Bildschirms. Ach so. Gut zu wissen. Was ist das hier? Nicht stören? Aha. Tja, hätte man da mal nicht abbiegen sollen, ne? Alles klar. So. Also Osten, ne? Hier. Das heißt nach Westen, also nach links. Was sind das hier für Platten? Ich gehe trotzdem mal nach Osten. Ich will mal wissen, was geht. Ja, okay. Ich glaube, egal was wir machen, entweder führt es zum Tod oder irgendwas anderes. Aber ich komme auf jeden Fall nicht weiter. Ich muss diese Richtung gehen. Also ich muss nach Westen. Nein! Lass mich in Ruhe. Die sind aber schnell unterwegs. Krass. Okay, Geister, die ich mit der Pistole erledigen kann, auch nicht schlecht. Nix, okay. So, Westen. So, und dann muss ich wohin? Osten, Westen.
Dann nochmal Westen. Okay. Dann muss ich... Oh shit. Hallo? Mist. Voll die Munitionsverschwendung. Naja, gut, wir kriegen ja wieder. Das ist okay. Ich bin jetzt nach Westen gegangen und dann nochmal nach Westen. Jetzt muss ich nach Norden. Na gut, wenn ihr das meint. Ich würde aber gern darüber gehen. Egal. Nach Norden. Dann muss ich nochmal nach Norden. So, Norden, Norden, dann nochmal Norden. War doch so, oder? Dreimal nach Norden, also einmal... Moment. Gleich wieder da. So. Hier geht's nach Norden. So. Dann geht's nochmal nach Norden. Und nochmal nach Norden. Viermal nach Norden, okay. Es würde mich halt wirklich interessieren, was da drüben ist. Ich habe halt Angst, dass mir wieder der Boden unter den Füßen wegbricht. Ob das da auch geht? Ich möchte ja nicht komplett darüber gehen. Ich möchte einfach nur die Tür aufmachen hier. Na, okay. Was ist, wenn man zu gierig ist? Alles klar, ich hab's verstanden. Machen wir nicht so. So. Labyrinth, aber irgendwie sind es cool gemacht. Fünf Patronen. So, wir waren jetzt einmal Norden, dann nochmal Norden. Ein drittes Mal Norden. Und dann nochmal Norden. Also hier hoch dann. So, jetzt heißt's, wir sind jetzt... So, jetzt muss ich nach Osten. Osten, Süden, Osten. Okay. Also nach rechts. Osten. Süden, Osten. Hä?
Nochmal Norden? Habe ich mich verzählt? Och nö. Das ist halt jetzt dämlich. Da darf ich alles nochmal machen. Das war jetzt das erste Mal Norden. Hier ist das zweite Mal Norden. Mal Norden? Oder? Ach nee, das war hier drüben. Hier muss ich hoch. Aber dann, ja, das hat ja gestimmt. Hä? Moment. Also hier muss ich hoch. Und dann muss ich hier weiter hoch. Dann wäre ich nochmal bei Norden gewesen. So, das ist dann das vierte Mal Norden, wenn ich es jetzt richtig sehe, oder? War doch hier, ne? Ja. Boah, und jetzt? Osten, Süden, Osten. Okay. Ich hoffe, das stimmt. So, hier Osten. So, Osten, Süden und jetzt Osten, also nochmal, also nach rechts. Darüber. Osten, Süden, Osten, dann wieder Süden, Süden. Ich glaube, ich speichere mal. Süden. Bin ich verwirrt. Moment. Süden. Osten. Dann wieder Süden. Süden. Ah, okay. Und hier auch wieder Süden. Was? Hallo, lass mich in Ruhe. Hallo? Da hat mich der Geist umarmt. So war's aber auch. So, okay. Dann hier auch wieder Süden. Glaube ich, dass es das war. So, und ab hier, jetzt muss ich gucken, wo war denn Süden, Süden. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt hier nach unten gehen oder schon nach oben? Ist es jetzt dann schon wieder Norden, Norden, Norden? Viermal Norden. Ich gehe nochmal nach unten. Kann aber eigentlich nicht sein, weil jetzt muss ich nach Norden. Ja, dann hätte ich da oben schon hoch. Ja, okay, alles klar.
So, dann haben wir den noch mal. Zum Glück haben wir gespeichert. Boah, das wäre echt frustrierend. Ja. Jetzt muss ich hier hochgehen wahrscheinlich. Norden. Norden, Norden. Eins. So, das war einmal Norden. Zwei, drei. Okay, das ist einmal hier. So, zwei. Dann haben wir hier drei. Das ist ja immer die Kreuzung, ne? Das hieß ja die Kreuzung. Drei. Muss nicht der Kartenausgang sein, so, oder der Bildschirmausgang, sondern immer die Kreuzung. Und hier. Drei. Und vier. So, jetzt sind wir viermal nach Norden gegangen. So, viermal Norden. Jetzt müssen wir nach Osten gehen. Ist das jetzt hier schon Osten? Ich meine ja. Osten. Nee, das ist die Kreuzung, ne? Das ist nicht der Bildschirmrand. Das müsste jetzt hier. Hier müsste jetzt nach Osten weitergehen. Hallo, hallo, Test 1, 2, 3, ja. Man konnte schon erahnen, das Mikro hat wieder den Geist aufgegeben. Passt aber. Soweit. So, dann machen wir fortsetzen jetzt. Wir haben... Wo waren wir denn? Osten. Das war hier nochmal Norden, dann war hier jetzt Osten, also die Kreuzung hier, ne? Osten? Ja, okay, bei der nächsten Gelegenheit hoch. Das wäre ja hier. Hoffe ich mal. Passt es hier? Hoch? Es hieß doch Kreuzung, oder? Bin ich jetzt verkehrt? Osten, Norden, dann geht's jetzt nach Westen zweimal. Also, wir haben jetzt hier eine Kreuzung. Hier ist die Kreuzung Westen. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, ich bin verkehrt gelaufen. Ja, bin ich auch. So. So, da haben wir die hier. So, das heißt, wir haben hier... Okay, wir müssten jetzt eigentlich dann hier hoch nach Norden, dann müssten wir wieder nach Westen. Zweimal. Immer da, wo die Platten sind, glaube ich, oder? Da, wo wir hier draufstehen, das hier. Das signalisiert mir... oh, ich habe hier immer noch Kamera aus. Das signalisiert mir hier, dass ich nach Westen muss. Also hier immer, das sind die Kreuzungen. Westen, Westen, also... Da bin ich... Richtig? Nee. Meine Güte, ich glaube, ich habe jetzt richtig Hunger. Ich glaube nicht nur, ich weiß es, weil mein Magen knurrt wie Hölle. So, Westen, Westen. Das war einmal Westen und hier ist nochmal Westen. Zweimal Westen. Zweimal Westen und dann geht's nach Norden.
So, zweimal Westen, dann Norden, dann geht's wieder hier nach Osten. Zweimal nach Norden. So, hier Norden. Hallo, ich bin hier weg. Uff. Zweimal nach Norden, also hier jetzt hoch, ne? Ah, das sieht man schon. There was something odd about that wall. I found a suspicious brick that smelled like turkey. I pushed it and... Tada! Errungenschaft freigeschaltet im Herzen von Jericho. Oh, wir haben alle Geheimnisse, aber nicht alle XP gekriegt. Aber gut. Ich würde aber sagen, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um hier mal kurz eine Pause zu machen. Ich weiß nicht, ob ich nachher nochmal kurz spiele, aber es wird sich jetzt gerade mal anbieten, eine Pause zu machen. Weil mein Magen, der knurrt sowas von. Das will ich euch dazu muten. Hungrig hier weiter zu spielen und hier zuzugucken dann. Wie gesagt, dann machen wir hier mal Ende. Und ich würde sagen, bis später oder vielleicht bis morgen mal gucken. Es dürfte, glaube ich, nicht mehr so allzu lange gehen. Ich bin irgendwie der Meinung, wir sind hier fast am Ende vom Spiel. Gut, dann würde ich mal sagen, bis später oder bis morgen oder bis irgendwann. Und ja, guten Appetit oder je nachdem, wann ihr das hier guckt. Ja, lasst es euch schmecken und einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.